Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein bisschen anderes Video für euch. Bei mir ist nämlich dieses schöne kleine Paket eingetrudelt. Das ist ein Gewinn. Ich habe nämlich gewonnen bei dem Vlogmas Nummer 3 von der lieben Becky. Wer Becky nicht kennt, sie hat hier auch einen YouTube-Kanal. Sie nennt sich Becky Lemon. Ich verlinke es euch gerne nochmal unten in der Infobox. Ich habe das Ganze jetzt noch nicht aufgemacht. Ich habe es nur mal außenrum aufgeschnitten. Ich wollte es nämlich mit euch zusammen auspacken. Wir machen es jetzt mal auf. Also mit dem Geschenkpapier oder mit dem Packpapier hat sie definitiv ins Schwarze getroffen bei mir als Disney-Fan. Packen das jetzt mal aus. Das können wir zur Seite legen. Oh, ist das schön. Ich schätze mal, das ist eine Karte von ihr. Sie macht nämlich auch super gerne so Karten mit Stamping Up oder wie das heißt. Liebe Julia, viel Freude mit deinem Gewinn. Ich bin sehr auf deine Kreation gespannt. Ja, ich werde definitiv was mit diesem Set basteln. Das ist jetzt schon klar. Ah, da ist einer ihrer Flyer. Ich hatte auch schon mal was bei ihr bestellt, daher kenne ich die schon. Becky Lemon, Sweet Jewelry and More. Genau, und das hier sind so Sachen, die sie macht. Sie macht so Macarons und Mini-Food. Das fand ich immer ganz schön. Und diese kleinen, ich glaube, sie nennt sie Pulpos. Ich glaube, Pulpos nennt sie, so kleine Oktopusse aus Fimo. Und natürlich ihre Kuchen. So, fangen wir mal an. Tee. Mit Tee kann man bei mir definitiv nie was falsch machen. Was ist das denn? Kräutertee, Zitrone und Ingwer, Grüntee. Also der wandert definitiv mit auf die Arbeit. Da mache ich mir nämlich jeden Morgen eine Kanne Tee. Das ist eine Gebrauchsanweisung. Kommen wir mal hier. Das hier sind die Städtler Fimo Modellierwerkzeuge. Da habe ich auch schon mal welche gehabt, aber ich habe sie mal wieder verschludert und weiß nicht, wo sie sind. Daher passt das gerade ganz gut, dass die hier mit in der Packung waren. Dieses hier, das eignet sich hervorragend dafür mit seiner Spitze, um so kleine Löcher zu bohren, wo man dann später die Augen reinsetzt. Finde ich richtig cool, das Werkzeug. Da haben sie sich definitiv was Gutes einfallen lassen. Dann haben wir hier noch ein Schneidewerkzeug. Das habe ich selbst noch gar nicht gehabt. Das finde ich eigentlich richtig cool. Da gibt es nämlich eine Seite, die ist so gerade und eine Seite, die ist so gewellt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Wenn ich das noch richtig weiß, muss man das einfach nur hier einspannen, dieses Schneideblatt, und kann damit dann eben seinen Fimo klein schneiden. Werde ich definitiv beim nächsten Mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Dann haben wir hier ein Fimo Kids Farbpaket. Also das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben drin. Ich denke, das ist so ein Starterpaket mit den Grundfarben. Ja, Kids Modelliermasse ofenhärtend. Also sehr anfängerfreundlich. Wer noch nicht so viele Fimo-Farben daheim hat, der kann sich definitiv dieses Paket kaufen. Finde ich gerade eine richtig gute Idee, weil man sich einfach auch so viel mischen kann. Was ich, aus Blau und aus Rot macht man sich Lila. Da muss man nicht 5000 verschiedene Farben aufweisen. Die Knetmasse, die wird nämlich auch ganz schnell hart und dann hat man das Problem, die wieder weich zu kneten. Das da sieht aus, als wäre es etwas aus ihrem Sortiment. Und ich habe richtig gesehen, oh, den habe ich schon ein paar Mal bei ihr gesehen und fand den schon immer so schön. Du bist doch verrückt, du hättest mir nicht extra noch was von deinem Sortiment reinmachen müssen. Schaut mal, ist der nicht schön? Den habe ich echt schon ein paar Mal gesehen und fand ihn echt so knuffig. Und ich glaube, du hattest auch irgendwann ein Video davon dann gemacht. Also vielen, vielen Dank für die Kette, die werde ich definitiv des Öfteren tragen. Ich glaube, das da ist auch von dir selbst gemacht. Das machen wir jetzt als letztes auf. Ich möchte euch nämlich zuerst mal die tollen Farben zeigen. Das sind doch mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte, ich kriege jetzt auch so 3, 4 Farben. Da hast du uns echt an der Nase rumgeführt. Also einmal weiß. Dann haben wir einmal blau. Braun. Dann noch rot. Und rot glitzert auch noch ganz schön. Dann haben wir noch Orange, einmal Rot, Grün, ich stapel hier alles nebendran, dann nochmal Gelb in Glitzer und als letztes noch Blau mit Glitzer.
Also mit Glitzern liegst du definitiv richtig. Ich bin mal gespannt, was mir da Schönes mit einfällt. Ich werde definitiv die Tage anfangen, nochmal mehr mit Fimo zu arbeiten, damit ihr auch nochmal ein neues Fimo-Video von mir habt. Jetzt machen wir das letzte auf. So eine schöne Schneeflocke drauf, wie die glitzert. Ich mag das. Ich liebe einfach Selbstgemachtes. Und damit kann man mir eigentlich viel mehr eine Freude machen, als mit was, was man einfach im Laden gekauft hat. Ja, es war eine Weihnachtsverlosung, deshalb ist auch ein Schneemann drin. Aus Schokolade. Ach, ein Schneemann, ein Weihnachtsmann aus Schokolade. Dann, was sehen wir hier? Oh, Sticker. Sind das Sticker? Becky, sind das Sticker? Mal rausnehmen. Ich glaube, es sind Sticker. Ich bin jetzt allerdings nicht sicher. BL15. Also, ich gehe mal davon aus, dass sie die selbst gemacht hat. Oh, sind die schön. Mit Kätzchen. Und noch eine Katze. Ich habe zwar einen Hund, aber das soll mich nicht stören, in mein kleines Album die Kätzchen zu kleben. Da habe ich gar nichts dagegen. So, das war es auch aus ihrem Shop, aus ihrem Sortiment. Ich glaube, sowas hatte ich mir auch mal bei dir gekauft, liebe Becky. Es ist nämlich ein kleines Sushi. Ich finde die so knuffig. Und das hier ist mit einem kleinen Herzchen dran und mit einem Bändchen für ans Handy dran zu machen. Vielleicht mache ich es aber auch an die Kamera. Mal schauen. Und wie eben schon gesagt, eins ihrer Kuchenstücke. Ich liebe die einfach. Die sind so filigran und es ist so viel Herzblut drin. Ich mache ja auch viel mit Fimo, aber ich glaube, das wäre mir echt zu viel Arbeit. Aber sie macht das einfach immer so wunderschön. Jetzt habe ich auch ein Kuchenstück von dir. Vielen, vielen Dank. Und das hier ist, glaube ich, neu. Sie macht nämlich jetzt seit neuestem auch Buttons. Und das ist der Becky Lemon Button, würde ich ihn jetzt mal taufen. Das ist nämlich der mit der Zitrone drauf. Also, liebe Becky, ich freue mich sehr über den Gewinn. Ich würde auch direkt wieder mitmachen. Du bist so eine ganz, ganz liebe. Also, wer gerne kreative Videos schaut, soll definitiv bei ihr vorbeischauen. Ich werde den Schoko-Weihnachtsmann jetzt essen. Ich lasse mir schmecken. Ich sag vielen Dank. Ihr schaut bitte mal bei der lieben Becky vorbei. Da habt ihr definitiv einen super Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ich kau jetzt weiter und sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.